fliegen wir mal kurz nach Hause. Fuck! Oh mein Gott! Du willst mich verarschen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Subnautica, wo wir gerade letzte Folge dabei waren, noch mehr Teile zu finden, Fragmente zum Scannen für unsere Modifizierungsstation. Denn die brauchen wir tatsächlich für unsere Seemotte, glaube ich. Ich glaube das nur. Ich weiß es nicht, ich habe es selber nie gemacht. Aber ich weiß, dass man die Seemotte verbessern kann. Und außerdem wüsste ich kein anderes Item sozusagen, oder ist ein Teil, das uns die Seemotte verbessern lässt. Das klingt schon so nach Modifizierung. Okay, Tauchdock haben wir schon, kriegen wir zwei Titan. I like that too. Nun, wir finden hier ganz vereinzelte Sachen. Ein bisschen schwierig, aber wer sucht, der findet, meine Damen und Herren. Ja, wer sucht, der findet. Alter, wie sie alle schreien. Da ist nochmal Lithium unter mir. Brauchen wir derzeit aber wirklich nicht. Wir haben halt wirklich genug Lithium dabei. Ist ein bisschen riskant von mir, dass ich hier tatsächlich, ne, ohne Reparaturwerkzeug meiner Seemotte hier raus war. Oh, schau an. Hä? Kann das sein, dass das ein Story-Objekt ist und ich da noch gar nicht sein sollte und zufälligerweise gefunden habe? Na, das ist ja geil. Dann lass mal sehen. Und Taschenlampe haben wir natürlich auch nicht. Na gut. Sprachdingsbums. Hallo? Scheiße, das Sprachdingsbums hat Licht gemacht. Jetzt ist hier noch düsterer. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Es sind immer nur die zwei. Eine Sprachnachricht. Und weiß ich nicht, was das andere überhaupt ist. So. Gut. Nichts Interessantes für mich, das ist nur Story. Interessiert mich null. Warum spiele ich dann Subnautica? Weil ich das jetzt gerade, was jetzt gerade passiert, geil finde. Mich interessiert Story einfach nicht. Ich bin kein Story-Mensch. Ist mir Schnuppe. Manchmal finde ich es interessant, aber nur manchmal. Aber diese Sprachnachrichten, nee. Ohohohohoho, das ist ein Zyklopteil. Haben wir das denn schon rumfragment? Ich weiß gerade nicht. Haben wir das schon fertig oder das andere? Oh, sehr schön. Das haben wir noch gebraucht. Das ist sehr, 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 sehr schön. Okay. So, wir haben hier zwei Kalksteine, die nehme ich mit. Die werde ich mitnehmen. Weil da können ja Diamanten sein, haben wir gelernt. Obwohl dieser Diamant in einem anderen Kalkstein war. Was mich daraus schließen lässt, dass dieser andere Kalkstein vielleicht einfach seltener war. Und hier haben wir nochmal vier Titan am Boden. Das nehme ich natürlich auch nochmal mit. Titan, Titan, Titan. Wo war es denn jetzt hier? Lala. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, mir fehlt noch ein Badabadab. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Wir brauchen noch eins. Okay, wir wissen, wir sind hier im Gebiet richtig. Da kann man zünden. Also, jetzt hält mich nichts mehr auf. Jetzt hält mich gar nichts mehr auf. Jetzt suchen wir so lange, bis wir das dritte Teil von drei finden. Und da ist nochmal ein Kreaturenei. Aber von denen her haben wir jetzt schon drei Stück, glaube ich. Drei oder zwei Stück. Aua. Aber das ist okay. Das heißt, das bedeutet, ich werde es nicht einsammeln, weil wir schon zwei davon haben. Aber, oh, sorry, Fischi. Aua, das hat mir auch wehgetan. 10%. 10% Schmerzen. Uiuiuiui. Oh, trinken. Sowas. Na, sowas. Der ist schon schlecht. Okay, wir brauchen dringend Essen und Trinken. Das können wir dann gleich nochmal nach Hause fahren, wenn wir den Schmierstoff holen. Uns nochmal kurz um uns selbst kümmern. So, wenn ich nach Hause komme, sind hoffentlich alle Batterien aufgeladen. Das wäre ja ganz geil. Hallo. Gong. Ein friedliches kleines Gong. Aber eine Modifizierungsstation wäre schon noch pretty nice. Und ich hab da irgendwas gefunden. Und da auch. Nice, wir haben sie gefunden. Oh mein Gott. Das ist jetzt mal ein Riesenfund. Was ist das denn hier? Energietransmitter? Huch! Er ist direkt fertig. Also das ist jetzt ein Geschenk. Ist es jetzt da Energie? Es klingt ja, als würde der nochmal meine Base verbessern. Alter, nice. Das ist die Blueprint-Folge.
Heftig gut. Okay. Wir haben hier unser Zuhause. Warte. Fraglaser schneiden. Das heißt ja immer noch so. Und hier unsere Base, unsere Tutorial Base. Dann fliegen wir mal kurz nach Hause. Fuck! Oh mein Gott! Du willst mich verarschen. Du willst mich doch verarschen. Das ist jetzt gerade passiert. Okay. Shortcut! Das war nur ein Shortcut. Scheiße. Ich habe ein paar Gegenstände verloren. Verdammt, was hatte ich denn überhaupt dabei? Ein Titan hatte ich dabei. Ey, das ist aber dumm. So sterben ist halt auch dumm. Ich bin mitten in der Fahrt auf Vollspeed, habe ich eh gedrückt. Ich wollte ins Inventar. Goddammit, das ist halt... Es ist halt schwierig, wenn man Spiele spielt, von Muscle Memory her, dass du mit E ins Inventar gehst, mit Tab ins Inventar und mit Esc aus dem Inventar. Deswegen drücke ich auch immer... Das hier. God damn it. Und jetzt bin ich mitten in der Fahrt ausgestiegen und es hat mich zerfetzt anscheinend. Scheiße. Das ist jetzt nicht so geil, aber okay. It's not a problem. I cannot fix, so it's not a problem. Meine Kreatureneier sind weg. Nein! Meine schönen Dinger. Die blauen länglichen. Aber hey, die Blueprints sollten wir alle behalten haben. Und wir haben wieder Luft in der Base. So that's good. Ah, und wir haben sowas. Erhöht die Reichweite Energiequelle. Oh, das ist geil. Das ist geil. Gold und Titan, das können wir auch direkt bauen sogar. Boah, die Musik ist so laut gerade. Und das können wir auch bauen. Geil, Diamant brauchen wir. Oh, das können wir gleich machen. Das können wir sogar gleich machen. So, Computerchip auch. Wofür brauchen wir denn? Okay, muss ich mal schnell schauen. Computerchip, was brauchen wir? Gold, Tischkorallenprobe, 2 Stück. Okay, ich nehme von Tischkorallenproben auf jeden Fall 4 Stück mit. Und... nochmal kurz denken, Schmierstoff brauchen wir. Tischkorallenproben brauchen wir. Essen und Trinken brauchen wir. Ja, was war denn noch? Diamant haben wir. Da ist ein Nisch. Gut, Gold und Titan können wir gleich machen. Ein Gold, ein Titan. Da bin ich mal gerade gespannt. Schauen wir uns das an. So. Zack. Oh. Der ist direkt mit denen verbunden sogar. Das ist cool. Na denn. Erhöhen Sie mal die Reichweite. Wie viel haben wir jetzt? Okay, das ist vielleicht anders gemeint, weil wir sind auch immer bei 150. Ich dachte, das Maximum würde jetzt erhöht werden. Tja, was kann das Ding dann? Tja. Es erhöht die Reichweite. Vielleicht, wenn ich von weiter weg einfach so ein komplettes Solarsystem baue. Mit irgendwo und dann verbinde ich das mit dem zu meiner Base. Vielleicht ist es so gemeint. Okay, na gut. Dann werde ich aber mein Gold nochmal hier lassen. Kupfer und Titan auch. Guti. Der ist ungenießbar. Wir brauchen zu essen. Schmierstoff, Tischkorallenproben. Und das war's, glaube ich, dann eh. Die Batterien nehme ich jetzt mal wieder mit, alle. Aber das machen wir anders. So, hier tue ich wieder eine rein. Zack. Und hier tun wir auch wieder eine rein. Zack. Jetzt hoffe ich nur, dass wir irgendwie hier wegkommen auch, weil wir sind tief unter der Erde. Unter Wasser. Na, das sollte klappen. Wir müssen halt zu unserer Seemotte gelangen. Und die ist halt schon so einen Meter weg, ne? Das ist halt schon der Fall. Alter, das ist so creepy. Ich will gar nicht auftauchen. Hey, das ist eine neue Angst, weißt du? Das ist mal eine neue Angst. Eigentlich willst du nie abtauchen, weil es so tief ist. Und jetzt will ich nicht auftauchen, weil es so tief ist. Hä? Was ist das denn? Die Angst kenne ich noch gar nicht, okay. Okay, ich tauche jetzt einfach auf. Alter, ich habe irgendwie echt Schiss. Unten am Boden fühle ich mich wohler, als wir so mitten drin, weißt du? Ich tauche jetzt hier auf, schnappe Luft. Dann schwimmen wir zur Seemotte. Direkt nach unten. Und dann sollte es sich ausgehen. Ach du Heilige, ich habe echt Schiss.
Ich habe das Gefühl, dass hier oben irgendwie so ein großer Fisch hier rumschwimmen könnte. Ich weiß nicht warum. So tief ist es gar nicht. Wir sind hier schon oben. Genau davon rede ich. Nein! Ah! Ey, das ist so schier. Oh Gott, Folge zu Ende. Oh, eine Wolke auch hier. Ich krieg hier so Gänsehaut. Und alle Zustände auf einmal. Nicht runterschauen, Jack. Ich schrei hier gleich. Also pass auf, ne? Mach mal die Folge ein bisschen leiser. Zur Sicherheit für dich als Zuschauer gerade. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich dir gerade richtig ins Ohr schreien werde, wenn ich jetzt gleich wieder abtauche. Alles okay. Alles okay? Wir streamen... Oh. Wir schwimmen straight zur Seemotte, steigen ein. Mann, es ist alles cool. Ach was! Da liegen meine Items! Oh, mir geht's gut. Habe ich einen Verfolger gehabt? Nein. Kein Verfolger. Mensch, ich bin aber happy, dass sie tatsächlich deine Items hier rumliegen haben. Okay, mir geht's wieder besser. Huh. Das schwimmt hier jetzt alles herum oder runter. Okay. Dann sammeln wir mal geschwind wieder ein. Zack. Nice, meine Kreaturen-Eier. Ich freue mich, dass sie noch da sind. Freue ich mich wirklich drauf. Und sogar noch ein Kupfer mehr. Lithium nehmen wir auch mit. Schwimmt mir so ein Titan ins Gesicht. Das klingt brutal. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön. Eins noch, oder? Eins war hier gerade noch runtergekullert, right? Hier irgendwo drin? Nee. Okay, war's das? Ich glaube, das ist auch wirklich, was wir alles verloren haben, ne? Ein bisschen Titan und die Kreaturen-Eier. Mehr war das nicht so. Ich muss mich daran erinnern, während der Fahrt nicht E drücken, sondern Tab. Oder während der Fahrt vielleicht gar nichts drücken. Okay, wir reparieren mal kurz unsere Seemotte. Puh, und dann geht's weiter zum eigentlichen Vorhaben. Nämlich nach Hause. Oh. Trockenes Land. Oh, das müssen wir ja schon machen. Genau, das ist ja schon seit langer Zeit erforderlich. Aber die Story interessiert mich ja nicht, wie gesagt. Ne? Da müssen wir dann kurz zuschauen, wie uns wer... Ne? Da will uns jemand abholen. Mehr sage ich mal nicht. Aber ihr kennt es doch bestimmt eh alle. Will trotzdem nicht zu groß spoilern. Ich kenne es persönlich schon. Das war auch schon zur Alpha-Zeit vorhanden. Oder kurz danach. Jedenfalls kenne ich es schon. Ich weiß nicht, ob ich da... Was haben wir hier noch? Auf jeden Fall Titan. Ja, Batterieladestation, right? Mobile Fahrzeugstation, okay. I'll take that. So, da hätten wir auch schon Blasenfische. Aber zu Hause haben wir auch genug Blasenfische. Holen wir das alles zu Hause. Ich schwimme jetzt nochmal nach Hause. Extra Folge, extra Länge hier. Wieder mal, I'm sorry. Und ich möchte auch gleich den Schmierstoff mitnehmen. Da haben wir ihn ja. Hier ist schon was los, hä? Bist du auf mich? Nee. Ist ja gar nicht. So. Nehme ich zwei Stück mit. Das sollte... Ui! Das sollte ja reichen. Und Tischkorallenproben. Tischkorallenproben, essen, trinken. Dann sind wir auch schon wieder ready. Aber was ich weiß, gibt es das halt nur hier im Anfangsgebiet. Deswegen schwimme ich da noch schon mal schnell nach Hause. Oh, das sind schon unsere Lieblingsboys. Da ist sie an. Sieht scary aus. Alter. So hoch habe ich diesen Ton auch noch nie abgespielt gehört. Na gut, ich würde sagen, wir beenden aber trotzdem die Folge jetzt und hier, weil sonst dauert es wieder zu lang. Also, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zur nächsten Folge. Bei Subnautica. Ciao, ciao.